Hallo, ganz kurz aus dem Plutonium-Büro. Ich bin auf was gestoßen bezüglich dem Türschloss für den W221 S-Klasse. Und das muss ich euch jetzt ganz schnell mitteilen, weil ich bin total in die Irre geführt worden. Ich Vollidiot. Seht einfach das Video an. Und das haben die Lumpen eingebaut. Und die haben das Falsche eingebaut. Und ich habe total mich in die Irre führen lassen. Dann wisst ihr warum. Weil hier geht es um die Servoschließung und Katastrophe. Aber ihr seht es gleich. So, hallo, jetzt mal hier kurz aus dem Büro und ich bin hier in dem Mercedes Teilekatalog drin unter meiner Fahrgestellnummer von der S-Klasse W221, also meinem S500 oder S550, den wir aus den USA haben. Und da habe ich nochmal genau recherchiert jetzt bezüglich des Türschlosses, weil, ihr werdet es nicht glauben, ihr habt ja gesehen im ersten Video von dieser Türausbaugeschichte, dass da schon mal jemand am Türschloss rumgefummelt hat. Also da hat schon mal jemand irgendwie rumgefummelt und der Hochtöner, der eigentlich da oben hingehört, der liegt da unten rum. Und da hat auch schon mal jemand rumgefummelt. Und ich war komplett verunsichert, weil da hat mich der Verkäufer ein bisschen angeschwindelt. Und zwar folgendermaßen. Er hat zu mir gesagt, ja, manchmal ging das Soft Close, also die Servoschließung von der Fahrertür, und manchmal nicht. Und da bin ich halt davon ausgegangen, okay, ist das richtige Türschloss verbaut und vielleicht nur kaputt. Das wäre die Teilenummer von diesem Türschlossteil. Und jetzt war es tatsächlich so, wenn ihr mal hier schaut, hier haben wir das Türschloss, das ist mit 10 betitelt. Und wenn man jetzt auf 10 geht, haben wir hier die Teilenummer 221 720 2335. Und das ist auch genau die Nummer, was auf dem Türschloss stand. Jetzt haltet euch fest, dadurch, dass da schon mal jemand rumgefummelt hat. Kein Hochtöner drin. Wie schade. Da war so ein richtiger Pfuscher am Werk, muss ich wirklich sagen. Und hier steht jetzt das gute Stück, weil dann komme ich an dieses Türschloss dran und da ist diese ganze Softclose-Geschichte miteinander verbaut. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Hat er eben dieses Türschloss mit dieser Teilenummer eingebaut. Ich habe natürlich gedacht, okay, das ist kaputt. Jetzt bestelle ich das mit dieser Teilenummer. Ich Vollidiot. Und in Wirklichkeit muss man dieses Türschloss, ist auch die 10, und da steht der Zusatz Servoschließung für Türen, und das hat eben diese 0535 mittlerweile ersetzt durch diese Nummer hier. Aber wenn man 1 findet mit 0535, dann hat man letztendlich auch die Servoschließung. Katastrophe. Also ich habe mir jetzt hier in eBay nochmal eins bestellt und hoffe, dass das Richtige dann ist, weil ich brauche ein Türschloss mit Servoschließung. Und das, was ich da eingebaut habe, hat gar keine Servoschließung. Von daher, Halleluja, Halleluja. Ja. Okay, nur dass ihr da mal Bescheid wisst, das wollte ich jetzt mal so als kleine Einklinke hier bringen, weil ich war so verdutzt und so durch den Wind. Aber da dahinter zu kommen, auf dem Grundgedanken, dass der Verkäufer gesagt hat, ja, das ging die ganze Zeit und dann hat er mal auf und zu gemacht, mal ging's nicht. Da geht man davon aus, dass da schon das richtige Türschloss verbaut ist, ne? Ja, soweit mal so gut da dazu. Wenn ihr hier jetzt mal in mein eBay reinschaut, ich habe jetzt genau dieses Schloss gefunden. Einzelheiten zum Kauf ansehen. Gehe ich mal ein bisschen größer und da haben wir genau die richtige Nummer, die 0535. Und hier steht auch dabei, Türschloss, Servoschließung, vorne links, Mercedes, S-Klasse. Also, haltet mir die Daumen gedrückt, dass jetzt das richtige Türschloss kommt, weil dann können wir dem Ganzen auch auf den Grund gehen. Und jetzt gehen wir nochmal hier rüber in den Teilekatalog. Und jetzt schauen wir auch nochmal hier in die 200 rein. Das ist nämlich auch wichtig. Das ist dieses Keyless Go Teil. Und hier in die 210 schauen wir einfach mal spaßeshalber. Was war das hier? Das war die 200 und die 210. So, jetzt gehen wir mal da runter. Und hier haben wir genau die Nummer. Und die schreibe ich mir jetzt auch auf. Und zwar, das ist mit Keyless Go. Das heißt 889. Das ist die Ausstattungsnummer.
Und, aber na, stopp, stopp, das ist rechts. Quatsch, Quatsch, hier links. Links, Lagerbügel. Panzer, oh, Panzerung, Sonne, oh. Hier ist es das Richtige. Links, 889. Und das ist die Nummer, falls die mal verreckt, weil ich weiß nicht, ob bei mir das vielleicht eventuell auch kaputt ist. 60 01 73 01 73 4. So, also hier, das ist jetzt für das Keyless Go linke Seite. Das wird auch so sein, dass das an der Fahrertür und an der Tür hinten funktioniert. Wichtig ist nur, dass es diesen Zusatz hat, Keyless Go, also diese Codeinformation 889. Das ist das hier. So, und jetzt wollten wir noch zu 200, war das, glaube ich, ne? 210. So, Türgriff, 210, Lager links. 200 Türgriff. Was haben wir denn da jetzt aufgeschrieben? Aha, das war das Lager. Und der Türgriff links. Und hier haben wir Keyless Go. Ersetzt durch 09. Aha, da ist das nochmal. Also das ist der Türgriff auf jeden Fall. 221 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz wichtig, 7600 7600 221 7600 79. Das ist der richtige Türgriff. Steht auch hier, ist ersetzt und der ist dann hier nochmal in der Variante. Und den Griff gibt es halt natürlich ganz normal, bloß ohne Keyless Go. Und das wäre der mit Keyless Go. Ja, wie ihr seht, ich habe mir hier auch einen Plan rausgedruckt, wie das Keyless Go verdrahtet ist. Ich hoffe, man sieht es recht gut. Den findet man übrigens auch im Internet. Wenn nicht, kann ich den jedem zukommen lassen. Da ist es eigentlich auch ganz wichtig zu sehen, wie die Wege sind. Darum erklärt sich auch, warum die Beifahrerseite mit Keyless Go funktioniert und die Fahrerseite nicht. Weil, wenn ihr mal hier schaut, ist es abhängig vom Türsteuergerät, von der Fahrertür. Das heißt, wenn da alles funktioniert, geht auch das Signal hinter an die Beifahrertür. Also ohne die vorne kann es hinten nicht funktionieren. Irre. Da muss man erst dahinter kommen. Man hat nicht jeden Tag mit so einem System zu tun und man will das jetzt nicht unbedingt für teures Geld in die Mercedes-Werkstatt stellen. Von daher muss ich mir das Stück für Stück rausknobeln. Aber wer sucht, der findet. Ja. Soweit, so gut. Das war's jetzt mal. Ihr habt gesehen, wenn jemand nicht weiß, diese Seite ist echt cool. Man braucht hier oben eigentlich nur die Fahrgestellnummer eingeben. Das wäre hier https://mb-teilekatalog.info und dann kommt schon diese Seite, kann man sich schön in Deutsch einstellen und man braucht hier nur die Identnummer eingeben. In dem Fall habe ich das gemacht, das ist meine Identnummer. FinSearch, dann brauche ich nur hier drauf gehen, kommt sogar die Ausstattung, je nachdem ist die Ausstattung manchmal zum Abrufen. Ich gehe nochmal zurück, es war ein bisschen schnell. Hier die ganze Ausstattung von meinem Auto einfach im Internet abzurufen. Anhand der Fahrgestellnummer. Und dann drücke ich auf den grünen Button hier und dann kriege ich schon die ganzen Gruppen und dann kann ich hier eben in die Fahrertüren reingehen. Und jetzt seht ihr schon in der Fahrertür Schließanlage, da bin ich reingegangen und juhu falara, da sehe ich schon die 210, die 200 und eben hier die 10, das ist für mich wichtig. Und dieses eine Plastikteil muss ich auch noch besorgen. Ja, so kann man sich helfen, so kann man die Teilenummern eben, man muss halt bloß lesen, sich nicht verwirren lassen, weil, wie gesagt, das wäre das eigentliche Türschloss. Und das haben die Lumpen eingebaut und die haben das Falsche eingebaut. Und ich habe total mich in die Irre führen lassen. Soweit, so gut. Das mal als kurzes Video zwischen rein. Wünsche euch viel Spaß, alles Gute und ciao.